Nehmen wir die Route hier nach von Wien nach Genf mit dem Auflieger. Bin gespannt, ob das so funktioniert jetzt, wie ich mir das vorstelle. So, hier ist da der eigene bei uns daheim in Wien. Wir fahren jetzt anders hin in Wien. Wir uns den Anhänger befüllen werden. Wir müssen noch dringend schlafen. Auch keine Ahnung, wohin wir eingefahren. Oha, so viel du willst. Eigentlich nicht wirklich viel. Gut, unser erstes Erspartes wird dann auf einen neuen Fahrer drauf gehen. Dann werden wir anfangen. Nein, wir müssen eigentlich wieder runter. Kredit zurückzuteilen. Von Richtung Schwechat. Hab mir eigentlich nicht gemerkt, von wem haben wir denn das angenommen. Da haben wir noch keinen Auftrag angenommen. Wir werden noch schlafen, ja natürlich. Wir müssen auch noch tanken. Habe ich mal fast gedacht, dass wir da Richtung Mansfeld müssen. Aber ich spreche halt nicht raus. So, die CNP-Fabrik. Hänger befüllen lassen, ey. Also, weil sie anpacken müssen, wird befüllt. Stell ich mal so vor. Wir werden sehen, wie es tatsächlich abläuft. Bei deinem eigenen Auflieger. Da hätten wir das hier Richtung Genf. Genau, Verladebereich. Piep, 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 piep.
1000 Kilometer. Wir haben 39 Stunden Zeit. Geht sich wortwörtlich am Mittagsschlafall aus. Rein 14 Stunden Fahrzeit, fast 15 eigentlich, Kilometer. Ja, durch Österreich. Kriegen wir hin. Wir fahren halt leider wieder in der Nacht. Wieder pennen gehen. Dann. Ich weiß gar nicht, wie wir fahren müssten. Genf? Denke mal über Linz, Salzburg. Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz. Das ist meine Idee. Basel vielleicht noch streifen. Was? Nehmen an, da wir Vösendorf rausfahren, aber wir schauen uns die Route dann an. Weil wir einen Mittagsschlafer gemacht haben. Wir fahren jetzt ein bisschen schneller. Dann kommt schon rasch Station Alland. Da wollen wir gleich mal stehen bleiben. Ich habe zwar Post, aber wir werden uns das jetzt einparken sowieso. Ruhepause einlegen. Zahlung bekommen. Und aus dem Kredit. So.
Eine Nachtfahrt bis in die Früh rein. Dort wir fahren. So, wir fahren über Salzburg, über Münch, rein durch den. Akzeptiere ich schon. Das heißt, wir haben jetzt einmal bis zum Knoten in der Ecke wahrscheinlich. Schön, und dann haben wir es bis Weg, also. Schön gemütlich. Dann müssen wir uns da jetzt machen auf der Reise dorthin. Sind 33.000, können wir uns dann schon an Fahrer wieder einstellen. Best. Oh ja, wie. Jetzt möchte ich nicht raus. So, dann soll sich ausgehen. Müdigkeit. Soll sich eigentlich nicht ausgehen, aber kann man das schon durchbacken. So. Bis zum ersten Bußgeld geben wir mal Gas, würde ich sagen. Bis zum ersten Mal Strafe zahlen. Sagen wir die Eisen. Mein Glück ist das dann eh gleich. Ja, da überholen LKWs. Der LKW überhält die LKWs. Direkt da vorne ein bisschen in die Eisen. Natürlich halten wir uns trotzdem an die Rechtsregel. Ganz klar. So, Daniel. Auf geht's in die Schweiz. Um 9:35 ist die Ankunft, die voraussichtliche. Oh, da transportiert ein Helikopter. Auch was Schönes. Mal das Fenster runter, die Abendluft genießen. Bei mir dann das Fenster dann aufmachen.
Gut, das heißt, wir werden Salzburg rauffahren, dann Richtung München, München vorbei. Dann wieder zurück nach Österreich. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, wenn wir dann in die Berge fahren, wenn die Kurven ein bisschen schlimmer werden, dann können wir nicht mehr 130 fahren. Ansonsten jetzt geht es ganz gut voran. Machen auch gut Zeit damit. Da umleuchte hinten dran. Wahnsinn, wir sind schon bei 143. Und wir sind fast schon eine Stunde aufgeholt. Wir fahren halt auch um 60 schneller als erlaubt, muss man auch jetzt dazu sagen. Also nicht nachmachen, meine Lieben. Ich mache das eigentlich jetzt auch nur, weil ich in der Nacht fahre. Ja, die Kurve ist mir dann doch ein bisschen zu hart mit 140. So, wir verlassen Österreich und fahren nach Deutschland. Wird sehr eng werden hier. Hinterm Bus. Okay, jetzt haben wir es bekommen. Oh, 49 ist die Busstrafe. Rahmen wir uns da gleich hinterm Bus an. Sag bis zur ersten Strafe, Faber. Jetzt fahren wir schmeidig runter weiter.